So, und wir sind wieder zurück bei Fallout 4 und ihr seht, ich bin auf der Britvan und eine Sache, das ist übrigens hier meine Powerrüstung, deswegen ist sie grün, die darf ich nutzen, alles meins, alles meins. Und ja, die könnte ich eigentlich normalerweise, genau, ich nehme die mal hier irgendwo hin mit, weil wenn ich damit immer hier erstmal rein muss, um dass ich sie dann mir hole, durch die unglaublich vielen Ladezeiten, werde ich da jetzt einfach so mal mitnehmen. Ich habe noch keinen Plan, was ich als nächste Mission mache. Aber da finde ich schon was. Ja, ja. Waffenmods und sonstiges ist ja immer gut und schön. Aber ich glaube, ich stelle jetzt mal meinen hier die Powerrüstung da ab, wo ich sie immer finde. Und zwar in meiner Lieblingsstadt, in Sanctuary. Da fühle ich mich einmal einfach am wohlsten in meiner Hut. Die Minutemen, ja. Vielleicht kann ich auch für die wieder was tun. Auf jeden Fall jetzt erstmal hier nach Sanctuary schnell reisen. Und da werde ich dann die Powerrüstung stehen lassen. Ja, schaut schon ganz schön fies aus. So, hier mein Areal an Powerrüstungen. Die werden hoffentlich auch gut verteidigt. Aber der T45, T45 und hier T60, das ist natürlich schon echt die beste, die ich jetzt habe. Deswegen vielleicht wäre es sinnvoll, die ein bisschen besser noch zu verteidigen. Aber mir fehlt Zahnrad und Öl. Naja, Zahnräder fehlen mir auch für so ziemlich vieles. Ja, okay. Dann musst du es so halten. Ich habe jetzt da. Nein, nein, nein. Da jetzt keine Lust, mich großartig da zu engagieren. Aber ich würde eigentlich mal mich interessieren, wo ist denn eigentlich mein Hund? Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen und ich glaube nämlich, dass mein Hund nämlich mein Fatman hat und in Anbetracht dessen, dass ich sogar Mini-Atombomben habe, wäre es mal gut zu wissen, wo der überhaupt ist. Eigentlich sollten ja hier sowohl Hund als auch der Roboter Heini rumlaufen, aber irgendwie ist gar keiner da. Vielleicht doch nicht die beste Idee, den mal nach Sanctuary zu schicken. An den gefühlt größten Ort. Ich finde ja auch. Also, Cotsworth ist ja. Ach, da vorne ist Cotsworth. Oder hat Cotsworth den Fatman? Ich glaube nicht. Ich kann ja mal gucken. Aber ich glaube eigentlich, dass der Hund den hat. Cotsworth. Darf ich Sie begleiten, Sir? Nein, ich will. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Ach, klar. Na klar. Nein, nein, nein. Da. Ha, wusste ich doch, dass irgendjemand einen Fatman hat. So. Und der macht mich so voll, dass ich jetzt den Preston über den Fatman wieder gib. Hey, sag mir einfach wo. Willst du Vorräte tauschen? Nein, ich will dir meinen Fatman geben. Das hört sich irgendwie falsch an. So, jetzt hat er meinen Fatman. Das hört sich immer noch falsch an. Und ja, dementsprechend, jetzt bin ich hier wieder ein bisschen entspannter. Und jetzt gucken wir doch mal, was wir hier als nächstes für eine Mission machen. Das ist so eine Minuteman-Aufgabe. Ich glaube, die probiere ich doch mal aus. Schon lange nichts mehr für die Minuteman gemacht. Ja, das ist ja auch nicht weit weg. Die ist ja. Ah, ja gut, da muss ich hinlaufen, aber das ist ja ganz easy. Mal schauen, was die da so brauchen, die Jungs und Mädels. Da ist Cotsworth bei der Hundehütte. Die Cotsworth. Wer ist der denn überhaupt? Dogmeat natürlich. Cotsworth, Dogmeat. Ich komme schon durcheinander bei den vielen Namen. Aber wie ihr seht, ich mache jetzt nicht stupide die Hauptmission,
weil sonst würde ich einfach nur meinen Sohn suchen müssen, sondern ich finde diese Nebenmissionen, man levelt auch so ein bisschen, findet so ein paar neue Items sehr, sehr sinnvoll zu machen. So, lass mich durch, ich bin Arzt. Aha. Wer, was ist denn da oben? Da ist mal wieder die Bruderschaft unterwegs. So, schnell weggemacht. Oh. Oh, aber ich bin gespannt, was hier jetzt kommt. Schaut ja lustig aus. Und auf wen die da schießen. Ebenfalls. Auf die Raider. Aufgepasst. So, aber lustig, die Bruderschaft schießt da oben mit. Das ist ja immer nie verkehrt, wenn die da so ein bisschen mithelfen. So, und nun mal gucken, was hier so los ist. Auf der Abernathy Farm. Ne Muschi, ne Katze. Ich wollte jetzt ja mal gucken, ob es hier irgendwas Cooles gibt erstmal, aber ne, wir gehen einfach rein und sagen Hallo. Ich wollte gerade sagen, wenn ich da was nehme, dann gibt es wieder Magge. Und du versteckst dich da hinten, alles klar. Das Hallo? Ist nah genug, Fremder. Wir sind eine friedliche Farm. Wir wollen keinen Ärger. Schon gut, ich will euch nichts Böses. Ich will auch keinen Ärger. Wenn du das sagst, aber sei gewarnt, wir sind bewaffnet. Ja, sie, und also ich nicht. Mach keinen Ärger. Ich sag dir, die Landwirtschaft ist nicht einfach. Den ganzen Tag auf dem Feld, jeden Tag und ständig muss man auf der Hut sein. Das ist absolut schwere Arbeit. Die Landwirtschaft ist harte Arbeit. Dem stimme ich nur zu. Blake Abernathy, bist du neu im Commonwealth? Ja und nein. Ist eine lange Geschichte. Wie auch immer, es ist schön, ein neues Gesicht zu sehen. Was ist mit dir? Schon mal daran gedacht, das Land zu bestellen? Na. Was braucht man, um eine Farm aufzubauen? Mein Vater hätte gesagt, dass du drei Dinge brauchst. Land, Arbeitskraft und Liebe. Du brauchst Land zum Bestellen, steckst die Arbeitskraft eines ganzen Tages hinein und musst lieben, was du tust. Und wer das nicht tut, wird nicht lange überleben. Noch einen Rat. Wenn du eine Farm eröffnest, musst du dich mit den Raidern auseinandersetzen. Warum die viele harte Arbeit, wenn man sich alles mit vorgehaltener Waffe holen kann? Was ist mit den Minutemen? Wenn du dich uns anschließt, können wir uns gegenseitig bei den Raidern helfen. Was du nicht sagst. Ich dachte, die Minutemen wären alle fort. Als die Raider das letzte Mal kamen, hat meine Tochter Mary ihnen die Stirn geboten. Jetzt liegt sie hinter dem Haus begraben. Sie war erst 21 und sie haben sie ohne zu zögern erschossen. Jetzt verstehst du, warum ich froh bin, dass die Minutemen wieder zurück sind. Wenn auch etwas zu spät für meine Mary. Sie hat es für nichts. Es ist schlimmer, als ein Kind zu verlieren. Glaub mir, ich weiß das. Das mit deiner Tochter tut mir leid. Wirklich. Tut mir leid, das zu hören. Ich kann dir nicht viel bieten. Aber diese Raider, die Mary getötet haben, haben auch ihr Medaillon mitgenommen. Es ist schon seit Generationen im Besitz von Connys Familie. Wenn du es zurückholen könntest, würdest du uns einen riesigen Gefallen tun. Das ist kein Ding. Hol ich. Mal sehen, was ich tun kann. Gut. Conny glaubt, dass es ein Teil von Mary ist. Ich glaube, sie wird keine Ruhe finden, solange es verschwunden ist. Kein Problem. So ein Medaillon finde ich doch mal im Handumdrehen. So, wo muss ich denn dafür obtain? Oh, wo ist denn das? Da. Das hat, ist ein cooles Magazin übrigens. Schaut super lässig aus. Gibt es da noch Rückseite? Scheiße, keine Rückseite. So. Eine Blähfliege. Da war doch noch eine Blähfliege irgendwo. Wir kriegen das hin. Ganz ruhig. Ich glaube, das war eine... Ja. Ich glaube, ich habe so. Was gehört. Auf wen oder was schießt du?
Also, Gott sei Dank bin ich hier im Level mittlerweile so, wow. Alles klar. So groß und so hoch, dass ich jetzt mit den Raidern hier in der Form gar nicht mehr so ein großes Problem habe, wie man gesehen hat. Also, die gehen einfach mittlerweile recht easy. Ist natürlich der Vorteil, wenn man jetzt mittlerweile vielleicht die Sachen angeht, die dann ein bisschen einfacher sind. Man findet zwar natürlich jetzt auch nicht mehr die Monster-Items dabei, auch das ist ganz klar. Aber man levelt ja doch noch ein bisschen weiter. Und es ist ja ein Rollenspiel, das darf man ja nie vergessen. Und zumindest Munition finde ich ja dabei und das ist doch auch schon was wert. Gute Sichtlinien, viel Deckung. Wer auch immer das angelegt hat, wusste, was er da macht. Aber scheint hier sonst nichts mehr zu geben. Also ab zum Raider rein. Ja. Du hast gerade was gesagt, glaube ich. Vielleicht einfach das nächste Mal ein bisschen weniger den Mund aufmachen. Bisschen mehr Klappe halten. Schreibtisch. So, dann müssen wir da mal rein. Schauen, was da so los ist. Lieber mal nachladen. Ja, meinst du wirklich bitte, dass ich da reinlauf? Geh erst. Bin doch kein Depp nicht. Was ist, bringt das Wachterminal? Oh, ich darf mal wieder hacken. Null Treffer. Ein Treffer. So. Was könnte es denn sein? Es könnte halt einfach noch gefühlt alles sein. Ist mir, ich will es doch nicht so. So, pass auf. Also, Screen war ein Treffer, Outfit war ein Treffer. Das heißt, okay, aber da deckt sich nichts. Okay, war jetzt. Ich brauche zwei Treffer einfach, dass ich das mir ein bisschen herleiten kann. Sonst wird es zu schwer. Oh, ich kann in der Zwischenzeit mal einen Red Away nehmen. Dass hier das mal wieder weggeht, das Zeug. Das Wachterminal bringt dir irgendwas, wenn es ein verbessertes ist. Chairs hat ein. Also das C am Anfang ist es nicht. Das heißt, das H könnte es sein. Das A, das I, das. So. So, Snacks. Also das A ist es ziemlich wahrscheinlich. Und das S am Ende würde ich auch sagen. A und S. Ah, Mensch. Ja, ihr wisst ja, das Hacken, das dauert so ein bisschen. Aber ihr habt ja Gott sei Dank auch immer ordentlich Zeit mitgebracht. Ich könnte natürlich auch, naja, wenn es zu lang dauert, kann ich auch hier sozusagen das skippen für euch, dass ich einfach das schneide. Aber Shiner hat zwei Treffer. Geschafft. Yep. Tagline, Nachrichtenraum öffnen. Der ist, klingt gut. Habe ich jetzt, warte mal, ja, ich habe den, ja, da hinten ist aufgegangen. So. Die Lötlampe. Oh, dort eine Mini-Atombombe. Die sehe ich immer gerne. Oh, ganz viel Munition. Das macht auch richtig Spaß. Ein technisches Dokument, da freut sich auch immer jemand. Was bringt denn die U-Bahn-Marke? Keine Ahnung. Habe ich auch schon öfters gesehen, aber. Und Vorkriegsgeld? Da ist doch einiges hier in dem Raum. Ein Bild.
Bild bringt wohl nichts. Und da sehe ich doch noch hier zum einen und da ein Safe. Ah, der ist ja ein toller Raum. So, und was gibt's da Schönes? Cool. Auch wieder Munition und Vorkriegsgeld. Das lohnt sich doch. Gut, ein Spiellappen. Du bist selber ein Lappen. Brauche ich nicht. Feiner Raum. Oh. Bingo. Ah, sehr gut. Schwieriger zu orten beim Schleichen. Hätte ich fast übersehen, wie man gesehen hat. Ja, der Raum war sehr, sehr angenehm. Hä? Ich glaube, ich habe hier drüben was. Warte mal. Kommt schon rum. Was zum? Nee. Macht Schluss, Jungs. Da ist nichts. Wenn du das sagst, da ist nichts. Glaub's doch selber nicht. Es war wohl doch nichts. Warte. Was ist das? Ja, da war nichts. Ja, also es geht natürlich jetzt wirklich gut, muss man sagen, vom Level her. Natürlich ist im Zeitungsständer auch ordentlich Munition. Pömpel brauche ich nicht. Da auch nicht. Da gibt es keine Haarklammern. Da gibt es wieder Wasser und alles andere. Auch fein. Schnapsflasche. So, da kann ich weiter. Aber ich will da noch nicht weiter. Sondern ich will ja erstmal gucken, wo was ist. Das heißt, geht es da unten einfach runter oder führt es woanders hin? Okay, es führt einfach nur da. Hey. Ja. Wer ist da? Noch jemand? Da vorne sollte noch was rumkommen. So, noch jemand? Ich hätte noch. Ich kann noch. Na klar, hat der da mit einem Minigun. So. Also wenn du da meinst, du musst mich mit einer Minigun beschießen. Ah, sehe ich ja gar nicht ein, du. Aber ihr habt gesehen, da wird kurzer Prozess gemacht. Oh. Aus Versehen. Auf R gekommen. Also die Minigun, wenn ich noch eine mitnehme, dann platze ich ja. Indem er, auch wenn es mir fast schon in der Seele wehtut, den liegen zu lassen, auch wegen dem Thema Kronkorken natürlich. Aber ich kann es einfach nicht. Ich kann nicht. Eine Lunchbox. Ich öffne die gern. Ist doch der ideale Raum und Ort hier für eine Powercore. Oh, warte mal. Ja. Fusionskern, den meinte ich. Sehr, sehr, sehr gut. Habe ich ja fast gedacht, dass da einer rumliegen müsste. Kochplatte brauche ich nicht. Zigaretten. Ist nicht so ein gutes Handlungs- oder Handelsmittel wie sonst was? So, Munition habe ich von allen gelootet. Es ist halt echt so, man guckt jede Ecke nach, findet man noch irgendwo ein Teil oder nicht. Liegt noch irgendwo eine kleine Atombombe zufällig rum? Warum liegst du da so rum? Hast du keinen Bock mehr oder was? Das wird genommen. Haarklammern auch immer leidenschaftlich gern. Und die Tür, die ist verriegelt. Aber nicht lange. Jetzt. Ja. Du bist ziemlich geschickt mit einer Haarklammer. Bring dir's hinter uns. Ja, da hat's doch gleich mal Bumm gemacht. Diese kleine Scheiße. Eine legendäre Kakerlake, was es nicht hier alles gibt. Vergrößere den korrekten Bereich beim Knacken.
muss ich mir gleich mal angucken, wie weit das mich nach vorne bringt. Ach, ohne Kakerlake. So. Alle weg, alle tot. Klappe zu, Affe tot. Gibt's hier noch was sonst was Schönes? Muss sich doch lohnen. Ah, fast erschrocken. Da ist der Nachrichtenraum Schlüssel, den hätte ich gebraucht, falls ich den nicht hätte hacken können. Spätausgabe der Zeitung, die finde ich jetzt nicht so spannend. Eimer brauche ich auch nicht, Globus brauche ich auch nicht. Apropos Globus, fällt mir natürlich immer die Mehrzahl von Globen ein. Und ich habe heute im Radio gehört, wie eine Frau statt Pizzen für mehrere Pizzas, Pizzas gesagt hat. Also eben Pizzas statt Pizzen. Fand ich auch lustig, wenn man im Radio Pizza sagt. Das klingt wie Taxis. Nee, noch nicht ganz. Jetzt. Komm, gib mir. Geschafft. Nee. Gut. Ich glaube, wir können. Vielleicht gehst du mal mit. Weniger rumliegen, fauler Sack. Naja, der wird schon gleich wieder. Wahrscheinlich ist er mal wieder irgendwo doof reingelaufen, wie er es immer gern macht. Ja. Da, den nehme ich mit. Lass ich bestimmt nicht liegen. Eine schöne kleine Mission, muss man sagen. Ging gut. Und ab zurück. Wenn ich hier raus bin, kann ich auch gleich schnell reisen. Oh, es ist wieder Tag. Ich mag Tag. So, wir machen erst noch ein Stimpack. Und dann geht's auf die Karte hier rüber zur Abernathy Farm. Je höher die Moral in deinen Werkstattsiedlungen, desto produktiver sind die dortigen Siedler. Also Sanctuary hat schon mal eine super Moral. Ich muss ja eigentlich mal schauen, wie es meiner Moral beim Autokino geht. Aber wenn ich das schon so sehe, nehme ich mir, weil die können ja auch was zu essen gebrauchen, die Jungs und Mädels in der Siedlung. Und das stört ihn bestimmt nicht. Da hat er genug davon. Ich finde. Die Kuh. Vielen Dank, sage ich an dieser Stelle. Für den feindlichen Spender. So, wo ist er? Der scheint draußen zu sein. Da ist er ja. Oh, da gibt es ja noch was. Darf ich? Ja, ich darf. Melone. 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 So. Hey. Ich habe das Medaillon zurückgeholt. Ist das dein Ernst? Das sind wunderbare Neuigkeiten. Conny wird sprachlos sein. Was immer die Minutemen brauchen, sie können sich auf uns verlassen. Na also. Wir haben hier eine ganz anständige Werkstatt. Und Conny wird nach allem, was du getan hast, sicher ihre Preise etwas reduzieren. Ah, so. Wir haben also jetzt hier einen Händler vor Ort. Und Blake hat mir gesagt, was du für uns getan hast. Für Mary. Ich weiß, das ist nicht viel, aber falls du handeln willst, ja, komm, mach ich mach dir mal einen guten Preis. Mach mal einen guten Lass Preis. Lass es mich wissen, wenn dich hier was interessiert. Ja, ich will jetzt. So, mach mal. Ja, okay. Lass mal gucken. Ich kann dir bestimmt irgendwas verkaufen. Was hast du denn da Schönes? Hast du irgendwas Cooles? Nee. Okay, du hast nichts, was mich interessiert? Ein Forschungsreagenzglas. Wenn du dich darüber nicht freust, dann weiß ich es auch nicht. Ja, also die Preise sind echt besser als auf dem Schiff, das merke ich schon, wenn ich das so sehe. Mini-Atombomben würde ich ja niemals verkaufen. Nuka-Cola Quantum auch nicht, definitiv nicht. Nukleares Material. Aber ich wüsste jetzt gerade gar nicht so wirklich, was ich ihr verkaufen sollte. Weil alles, was ich so mit mir fühle, habe ich, brauche ich gewissermaßen. Stahl hat auch eh kein hohes Gewicht.
Und die Dinger müsste ich einfach nochmal reparieren. Aber ich habe davon ja etwas doppelt, also kann ich ihr Desk wenigstens geben. Nee, die kann ich auch nicht hergeben, kann ich auch nicht. Das habe ich ausgerüstet. Die Lederrüstung ist schlechter. Sieht man ja bei den Minusbereichen, also die kann ich verkaufen. Das ist auch alles, was ich immer brauche. Ne, das war's. Dann sage ich vielen Dank für ein paar neue Credits. Und bevor wir die Folge beenden, will ich noch hier die Umgebung schnell erkunden. Weil da ist ja noch ein kleines Wägelchen. Und eine Hubblume. Ist da irgendwas? Was ist da? Haarklammern. Haarklammern. Natürlich liegt da noch Munition. Chat, Nuka Cherry, Stimpak, ja, also sieht man doch, da war noch ein bisschen was. Was ist? Schauen wir doch noch mal rein. Schönes Wasser. Wicked Shipping Flottenliegeplätze, aha. Also, ich gehe einfach mal so rein. Ich lasse den da mal sein. Ein plünderer Ghoul. Das verspricht schon gleich riesig Spaß. Also wirklich vorwärts kommen tue ich ja so nicht. Ah ja. Jeder Schuss muss sitzen. Ja, ist ja kein Ding. Bin King. So, noch einer. Hinter mir kommt einer. Jetzt geht's los. Okay, okay. Kriege ich alles hin. Wie gesagt, einfach mal hier durchgucken, weil vielleicht finde ich ja irgendwas Cooles. Ich sehe jetzt schon mich. Ich hab übrigens schon wieder leichte Gänsehaut. Ich bin einfach so ein Mädchen. Was hat denn da gerade geleuchtet? Ich konnte doch gerade... Ah ja, da. Ja, aber bisher so nicht so cool ist. Ich hatte mir jetzt hier so irgendwas Hammermäßiges erwartet. Aber nee, bisher wird damit nicht gedient, was ich mir so vorgestellt hatte. Da drüben läuft das Radio. Warum auch immer. Naja, wenigstens Fusionskern und ein bisschen Muni. Geht hier so. Technisches Dokument. Die nehme ich mit. Ich habe hier einen Wohnwagenschlüssel. Nett. Kritischer Treffer wird erhöht. Das ist schön. Ja, und dann, wo ist denn dieser Wohnwagen, wenn ich schon den Schlüssel dafür habe? Oh, da ist noch ein Safe. Ein Einsteiger. Ja, dann nach links. Jetzt. Wie schön. Patrone, Fusionszelle. Nee, Schrottpatrone, ja. 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 So, wie gesagt, jetzt würde ich gerne nur noch wissen, welcher Wohnwagen ist das? Ist egal. Oh, jetzt gehe ich hier durch die Radioaktivität dafür, dass am Ende dabei nichts rauskommt. Naja, ja, ist ja gut. Bewegt sich noch irgendwo was? Kaugummi. So, ich würde gerne noch mit euch zusammen den Wohnwagen finden, wofür ich jetzt schon den Schlüssel bekommen habe. Der muss ja sich auf dem Areal befinden. Alles andere macht ja prinzipiell keinen Sinn. Das heißt, wir schauen noch, ob wir den gerade finden zusammen.
Ne, das ist ein Anhänger. Das ist kein Wohnwagen. Du auch nicht. Da waren wir schon drin. Ja, keine Ahnung, wo der sein soll. Unten liegt er auch nicht irgendwie rum. Hätte ja auch noch sein können. Ja, nee, keine Ahnung. Dann, ohne den Wohnwagen zu finden. Aber trotzdem, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.